Hallo zusammen, hallo Freunde. Ich habe Neuigkeiten von unserem Vinylkleber, mit dem wir arbeiten oder viele arbeiten. Und zwar, es gab keine Veränderung. Es betrifft auch nicht jeden Kanister. Sie wissen auch nicht, woran es liegt, aber Sie prüfen das nach, laut Gerstegger jetzt. Okay, was ich euch zeigen möchte, gerade wegen diesem Vinylkleber. Jetzt seht ihr hier das erste Bild, ich hoffe ihr erkennt es noch. Es ist dann doch etwas verlaufen, das war ja mit meiner Spezialmischung, also mit Latex, transparent, 5000er Silikon und noch ein Schuss Wodka. Okay. Jetzt nehme ich das zweite Bild mit der gleichen Mischung. Ich habe ein Swipe ja gemacht mit diesem Bild und ihr seht aber, ich habe die weiße Deckschicht habe ich ja dicker gelassen und dadurch verläuft dann nicht so viel und die Zellen bleiben natürlich dann auch schön. Also ein Riesenvorteil. Ich habe jetzt einen Ghost Swipe, den ich mit euch machen möchte. Der Keilrahmen ist 60 auf 30 cm und da habe ich jetzt die Farben auch mal dicker gelassen. Und das ist dann, denke ich mal, der kleine Trick oder die Lösung, was wir jetzt haben momentan. Falls ihr auch so einen Kanister erwischt, wo etwas dünner ist, dann funktioniert es aber auch wieder. Also einfach weniger Wasser reinmachen, etwas dicker lassen, dann passt es. Okay, lasst uns starten. Gut, ich habe hier primär das Cyan. Das habe ich aber etwas mit Türkis gestreckt, damit es ein bisschen heller wird. Dann reines Türkis, grün. Und Himmelblau. Ihr seht, ich habe jetzt die Farbe auch etwas dicker gelassen. Und Weiß. Dann lasst uns einfach anfangen. Versuche jetzt hier alles zu bedecken, also alles zuzumachen. Und ihr seht, es ist wirklich etwas dicker. Und versuche noch ein paar Akzente zu setzen. Okay. Ich ziehe das jetzt mal ein bisschen noch in die Breite. Und schließe gleichzeitig die Löcher. Okay. Kurz mal die Luftbläschen rausmachen, wie gesagt. So. Ziehen wir jetzt den weißen Streifen hier in die Mitte. Okay. Küchenrolle, um abzuwischen, und nehme jetzt hier den Spachtel.
fange jetzt einfach in der Mitte an und ziehe das dann von der Mitte nach außen. Also ihr müsst wissen, ich habe jetzt kein Silikon, nichts drin. Ich mache das halt ein bisschen anders. Okay, der war nicht so gut. Wird vielleicht auch mal ein bisschen, mal schauen, wie ich das mache, ein bisschen Luft drin lassen. Na komm schon. Wenn ihr da mal zwischendurch absetzt, macht gar nichts aus. Gibt dann auch einen schönen Effekt. Na, jetzt ziehe ich nochmal durch. Da will die Farbe nicht so ganz. Ich glaube, ich ziehe hier nochmal etwas dicker durch. Okay. Schauen wir, dass wir die Ränder eigentlich auch mit Farbe zubekommen. Ich will es nicht unbedingt verschmieren, deswegen streife ich hier einfach nur drüber. Da ist soweit auch alles voll. Andere Seite sehe ich natürlich jetzt wieder nicht. Da sehe ich noch was. Okay. So, nehmen wir mal geschwind eine Küchenrolle. Weil ich hier auch noch ein bisschen Farbe brauche. Kann ich mir auf den Boden nehmen. Weil ich immer finde, die Ränder ist okay, aber ich habe ja weiß drin, dann kann es auch weiß sein, aber sieht schon besser aus, wenn es zu ist. Die andere Seite schaue ich einfach nachher, ich sehe es halt jetzt nicht richtig. Okay. Gut. Ein paar Luftbläschen habe ich noch drin, die mache ich jetzt nochmal raus. Also wie gesagt, ich habe es ohne Silikon irgendwas drin gemacht. Ich nehme jetzt hier so eine vom alten Eispackung und mische mir jetzt einfach von diesem Cell Creator und dem Bubble Booster. Mache ich halb-halb eine Mischung. Okay, ich habe jetzt beide offen. Ich zeige es euch mal vielleicht hier, dass ihr es ein bisschen mitsehen könnt. Das ist jetzt der Cell Creator. Das reicht schon, weil ihr braucht nicht viel. Dann ist der Bubble Booster.
Wie gesagt, halb halb. Mach einfach zwei Pipetten rein. So. Sollten wir das etwas verrühren oder vermischen? Okay. Was ich jetzt nehme, einfach einen ganz normalen Kamm. Versuche hier mit den so großen Zellen, also großen, na wie heißt's? Nehme jetzt einfach, gehe zur Mitte. Immer ein bisschen abwischen danach. Ich glaube, ich mache ein bisschen mehr, weil das ist ein großes Becken. Sonst dauert es zu lang. Nehmen wir, wie gesagt, von beiden. So, kurz etwas verrühren. Okay. Gehe natürlich immer nur bis zur Hälfte. Okay. Dann auf die andere Seite. Setze es aber dann versetzt rein. Ja, komm, machen wir hier außen noch. Und hier in der Mitte fehlt mir noch was, sehe ich gerade. Da setzen wir auch noch einen rein. Okay. Das war jetzt erstmal das reine Setzen. Jetzt nehme ich den Kamm, ich gehe nicht ganz so weit rein, setze ihn an, warte etwas und ziehe den dann durch. So. Also seht ihr auch, wenn da zwischendurch Zellen aufpoppen, dann hat es etwas getropft. Braucht eigentlich nicht zu viel machen. Müsst halt aufpassen, dass es nicht zu arg tropft. Nicht zu viel, sonst wird es wieder zu voll. Dann mache ich noch hier mal einen rein. Ziehe den einfach raus. Okay. Ich denke mal, das reicht auch schon, weil sonst wird es wieder zu überladen. Soll nicht immer zu viel sein, aber ein bisschen dezenter.
Ja komm, da setze ich noch einen rein. Okay. Ihr könnt dann natürlich alles Mögliche machen, ihr könnt dann auch noch Diagonale setzen, aber es soll ja in der Art ein Ghost Swipe sein, also links, rechts. Aber ich denke mal, das ist gar kein Problem. So. Wenn das zu langweilig ist, man kann natürlich auch noch ein bisschen spielen. Aber eigentlich gefällt mir das so ganz gut. Wartet mal, komm ich das... Setz da hier nochmal einen Strich rein, weil hier habe ich schön Farbe. Und ziehe den wieder raus. Ich denke mal, das reicht. Wie gesagt, nicht immer übertreiben, weil ein bisschen arbeitet es ja noch nach. Ich könnte jetzt natürlich auch noch hier längs komplett einziehen, habe ich aber ehrlich gesagt, habe ich Lust oder nicht? Komm, wir machen es. Ne, wir machen es nicht. Nein, ich finde, das reicht. Alles gut. Okay, ich werde es kurz nochmal erhitzen, um noch die restlichen Luftblasen rauszubekommen und dann war es das eigentlich schon. Ich würde sagen, ich lasse es für 10 Minuten wieder einwirken, noch ein bisschen nacharbeiten lassen. Aber ich denke mal, weil ich ja den Vinylkleber ja auch dieses Mal etwas dicker gelassen habe, dürfte nicht mehr so viel nacharbeiten. Also dann bis gleich. So Freunde, jetzt mal von daheim. Okay. Ja, hier bin ich ja durchgezogen mit dem Kamm. Hier haben wir eine große, dicke Zelle. Das ist halt, wenn es tropft, dann müsst ihr einfach langsam und vorsichtig arbeiten, damit es da nicht tropft. Ja, ihr seht was mit dem Cell Creator. Man schönes machen kann. Ihr könnt es natürlich auch mit Silikon machen. Jetzt schaut mal hier, da bin ich ja auch durchgezogen mit dem Kamm. Und hier hat es jetzt ziemlich getropft, das hat man gemerkt. Aber gut. Darum, wie gesagt, langsam durchfahren und aufpassen, dass es nicht so arg tropft. Man bekommt da schöne Strukturen raus.
auch hier. Ich hoffe, es stellt scharf. Seht ihr mal, wie unterschiedlich der das oder wie unterschiedlich das sich verändert. Je nach Dicke von der Schicht halt auch durch den Swipe. Aber da könnt ihr schöne Strukturen rausbekommen. So, jetzt sind wir eigentlich schon am Rand. Und hier noch. Gut, ich hoffe, euch hat es gefallen. Okay, Freunde, ich muss euch jetzt mal das getrocknete Bild zeigen. So, das ist ganz gut geworden, ist trocken. Teilweise etwas verlaufen, aber teilweise auch gut. Ich lache was immer, weil meine Kammziehtechnik ja, ihr könnt es schon erraten, was es sein soll. Aber so finde ich es ganz gut geworden. Dann haben wir auch wieder so ein Teil. Auch die kleinen Zellen, sage ich jetzt einfach mal hier. Und hier haben wir nochmal einen Teil. Okay. Ich finde es ganz gut geworden. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Okay. Eine neue Idee einfach mal auszuprobieren. Und dann war es das schon von mir. Dann wünsche ich euch was, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss, bye.